So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt fertig geschminkt. Bin fertig geschminkt, Haare gemacht, Schmuck angezogen. ja, hier meine Ketten kann ich nicht alleine anziehen. Brauche ich nachher mal Hilfe. Jetzt weiß ich nicht, was ich anziehen soll. Ich probiere mich jetzt mal aus und dann zeige ich euch gleich, was ich angezogen habe. So, ich habe mich jetzt einfach hier für dieses Rote entschieden. Ich hoffe, es wird mir nicht zu kalt, aber eigentlich sieht das Wetter ganz gut aus. Vielleicht ziehe ich Stiefel dazu an, vielleicht kurze Schuhe, muss ich gleich noch gucken. Und ich hatte gestern noch ein bisschen was bei DM geholt. Bei Rossmann. Bei Rossmann, genau. Das habe ich euch gar nicht gezeigt. Das zeige ich euch mal eben. Und für Alexandro, man kann ja... Ja, Licht, Helligkeit, hallo, hat es hinbekommen. Man kann ja jetzt in die Läden rein ohne einen Corona-Test. Und da war ich bei Taco, die hatten auch ganz viel runtergesetzt. Und habe ich für Alexandro dieses T-Shirt hier mitgenommen von PlayStation. Das war auf 6,99 runtergesetzt. Fand er auch natürlich super, ne? und bei Rossmann habe ich mir einmal eine neue Zahncreme geholt. Das ist meine allerliebste von Signal Right Now. Dann habe ich für Alexandro ein paar Badezusätze geholt. So Malfarbe, oder? Malseife. Ein Zungenreiniger. Ich dachte, das ist vielleicht mal ganz cool, weil ich habe immer so eine weiße Zunge. Andere Menschen haben eine rote Zunge und ich habe immer so eine Zunge, so eine weiße Zunge. Bin ich irgendwie krank oder so? Und deswegen habe ich mir so einen Zungenreiniger geholt. Der hat hier zwei Seiten. Einer mit doppelter Borstenreihe und ein Schaber mit Schleimhautschutz. Bin ich mal gespannt. Und ein Dontodent Sensitiv. Moment, ich habe einen Anruf. So, Mutter. dann habe ich von Kuschelweich diese Duftkissen mitgenommen. Die benutze ich ja sehr gerne für meine Wäsche bzw. für den Schrank. Habe ich zwei Stück mitgenommen. Und dann war ich gestern noch bei Kaufland. Und bei Kaufland gibt es wieder diese Sammelaktionen. So kleine Soccer-Kickers. Wird sich der Alexander freuen. Der hat das gestern nicht mehr gesehen, weil der wurde gestern von Papa abgeholt. Genau, das war mein kleiner Einkauf. So, jetzt muss ich wieder auf Get Stell die beide rasieren. Und um 11 Uhr kommen schon meine Leute. Meine Mädels. meine Mädels Lukas, ja. Und dann gehen wir uns erstmal testen. Bis später. So, Beine rasiert. Schuhe habe ich mich für die hier entschieden. Kann man mal sehen. Für die Tommy Hilfiger. Calvin Klein Socken. Das Grau passt zwar nicht so, aber ich finde den Schriftzug schön. So, meine Schätze sind da. Wir hatten jetzt hier ein richtiges Hickhack mit den Autos. Lukas hat jetzt hier auf meinem Parkplatz geparkt. Moni versucht jetzt hier irgendwo an der Ecke zu parken, wird gleich mit meinem Auto losfahren. Es ist immer so ein Desaster hier in der Stadt mit den Autos, mit den Parkplätzen. Schafft sie, oder? Schafft sie. Oh, da will der nächste rein. So, Jungs und Mädels müssen hier erstmal hart arbeiten, ne? Das geht ja nicht. Das muss man sich ja erarbeiten, wenn man mit mir hier irgendwo hinfahren darf. Jetzt wird erstmal hier Altpapier weggeschmissen. Achso, du machst es bequem, ne? Zeig mal, wie gut ihr das könnt. Ja, schön macht ihr das. Das kann man noch wiederverwerten als Mülltüte. Ey, ich habe so viele Mülltüten, frag mich nicht. Ehrlich. Da siehst du direkt, wo ich shoppen war. Und was wir so essen. Ich will mal nicht so sein. Ich helfe mal mit. So, ihr Lieben. Wir sind gerade ein bisschen confused. Wir finden den Ausgang nicht. Wir haben gerade geparkt, sind jetzt in Düsseldorf. Und wir suchen den Ausgang.
Den Lukas habt ihr schon gesehen? Weiß ich gar nicht. Und habt ihr mich schon gesehen? Habt ihr ihn schon gesehen? Hey! Lukas macht womit? Ich mach bei Krass Schule mit, vielleicht kennt mich ja einer. Ja, schreibt's in die Kommis. Moni, wo machst du mit? Temptation Island. Nein, Adam und Eva, ne? Oh, wie geil. Ey, wo laufen wir hin? Sind wir richtig? Ausgang war da rechts gerade. Hä? Wir sind gerade richtig falsch. Das ist verrücktes Labyrinth hier. Wo? Ich hab da gerade was gelesen von Ausgang. Ich glaube, wir müssen da, wo wir reingekommen sind, lang. Hört doch mal auf die älteren Menschen. Raus hier. Nee, wie geil. Immer noch im Parkhaus. Wir sind lost im Parkhaus. Laufen wir einfach da hoch, oder? Guck mal, was die Moni für eine coole Tasche hat. Hier. Geil, ne? Echt geil. Echt schön. Sogar mit Namen. Voll cool. Ich will auch so eine. Also beim nächsten Urlaub bringst du mir eine mit? Ab nach Thailand. Oh, der ist schön. Das ist ein kleiner Jeep. Nicht süß. Ja. So, wir sind jetzt da. Ey, da habe ich gewohnt, jahrelang. Wo denn da? In der Stadtmitte am Bahnhof. Ach so, ich habe in Hans gewohnt. Da, wo Dingens herkam. Ach schon. Heidi Klum. Zwei Straßen weiter. Okay, wir sind jetzt, sorry, ein bisschen Smalltalk hier. Donutladen. Der Herr wurde gerade schon erkannt, obwohl er richtig undercover unterwegs ist. Wir werden natürlich nicht erkannt, ne Moni? Wir werden nicht erkannt. Wir sollen auch eine Hausfrau aus Wattenscheid erkennen. Wir haben uns jetzt hier ins Restaurant gesetzt und die Moni sagt, oh, sie hat was entdeckt. Was? Darf man so nicht mehr nennen. Oh. Was denn? Achso, Zigeunerschnitzel. Oh, oh. Oh Gott, ich hab's ausgesprochen. Geht gar nicht. Habt ihr euch schon was ausgesucht? Ich tendiere zu einer Schweinsaktion. Und Moni? Schnitzelchen? Zigeunerschnitzelchen? Und du? Ich habe noch gar nicht geguckt. Ich gucke jetzt erstmal. Das sieht alles so lecker aus. Und das Wetter ist so mega geil. Cola und dann hier unten ein Bier. Boah, guckt euch das mal an. Hier der kleine Mensch, was der sich bestellt hat. Kleiner Mensch, film auf deinem Bauch hier. Was für ein kleiner Mensch. Geil. Boah, das ist krass, ne? Mit Schnitzelchen. Mit? Champignon. Mit Champignonsoße und ich habe mir ein Steak bestellt. Lecker, lecker Steak mit Folienkartoffeln. So ein bisschen. So hier der Influencer. Bitte? Was hast du gewinnt? Schnitzel. So, ihr Lieben, wir haben jetzt. So, wir haben jetzt ganz, ganz lecker gegessen, oder? Ja, war echt gut, ja. Wir sind jetzt echt voll. Und jetzt laufen wir hier einmal durch die Stadt. Durch die Altstadt. Lässt jetzt, ne? Ich habe gesagt, das ist so unangenehm. Ich kenne das noch nicht so. Komisch. Also auf der Arbeit ist es ja normal, aber so im Alltag schon krass. Ja, so ist das. Du bist auf YouTube unterwegs. Darfst du überhaupt auf YouTube? Ja, darf ich. Oder sagt dir da dein Mensch? Nein. Du kriegst eine Anzeige. Nein. Lukas habe gehört und... Dann fülle ich gleich raus. Ich habe es auf der Kamera. Du hast gesagt, ja, ja. Das schneide ich nicht. Na, jedenfalls sind wir jetzt auf dem Weg. Wir wollten in ein Café, da wo der Rocco arbeitet, den wir bei First Dates Hotel kennengelernt haben. Das Montenegro, ne?
Du bist dran. Montenegro. Nee, Montenegro. Montenegro ist eine Stadt. Ist egal, Hauptsache Kaffee oder so. Ja, genau. Und dann gucken wir mal, dass wir was Leckeres da trinken. So Leute, ich übernehme jetzt einmal kurz. Wir hocken jetzt schon seit 20 Minuten in diesem scheiß Parkhaus. Wirklich. 18.19 Uhr haben wir bezahlt. Wir haben jetzt 18.43 Uhr und wir kommen hier einfach nicht raus. Und die Luft wird immer stickiger und stickiger. Endlich. Kein Bock mehr einfach. Wirklich, geht gar nicht. Das regt mich auf. Und bestimmt das Lustige wird sein, gleich wenn wir oben sind, nachzahlen. Ja, auf jeden Fall. Stell dir mal vor, wir kommen nicht raus, ne? Dann müssen die aufmachen. Alter. Ja, müssen die aufmachen. Wir können hier nichts dafür. Dann sagen die, zahlt nochmal 10 Euro. Wir haben 9 Euro bezahlt. Wie lange? 9 Euro. Wie lange waren wir hier? Seit 1 Uhr? 1 Uhr. 1 Uhr, ja. 9 Euro, Alter. Sind die doof? Seid ihr doof? 9 Euro. Was mit euch? Falsch. Das Ding ist, die hupen dann noch hier ganze Zeit und meinen einfach, dass wir nicht fahren würden, als ob wir hier aus Langeweile einfach rumstehen. Nein, nicht. Oh Gott, sie fährt einfach in die falsche Richtung. Da steht doch Ausfahrt. Ey, nochmal rum, ja, hast recht. Guck mal, das ist komplett, das geht so, da ist Einfahrt. Ich wäre jetzt in die Einfahrt hochgefahren. Das geht jetzt da komplett, aber wie so ein Kreisel geht das hier. Das ist total bescheuert, ne? Weil da hättest du ja zurückfahren. Ich hätte eine Abkürzung genommen durch die Einfahrt. Kein Bock mehr. Krass, ne? Boah, hier stinkt's. Aber voll. Vielleicht haben wir Glück und können gleich noch Shisha rauchen in Oberhausen. Boah, das wäre echt nice. Ja. Wie lange habt ihr schon keinen Shisha mehr geraucht? Boah. Musste ich viel nachdenken. Ich auch. Über ein Jahr, ehrlich. Also Asthma-Anfall ist safe bei uns, auf ne? Auf jeden Fall. Also ich habe das letzte Mal Shisha geraucht im April. Oh. Bei einer Freundin. Was ist dein Lieblingsgeschmack? Zu Hause. Ich weiß nicht, was das war. Also alles, was fruchtig ist. Mhm. Apfelminze. Ja, das Melone. Ist... Eisbonbon ist Blueberry. Auch gut. Eisbonbon, ja? Ist auch gut. Blueberry schmeckt auch gut. Ja. Alles, was süß ist. Erfrischend, ne? Ja. Ich bin mal gespannt, wer jetzt vorne steht. Soll ich mal fragen gehen? Ist mal irgendein anderer im Auto? Muni, schieb mal kurz den Pfeil. Was ist los? Der kommt gerade auch nicht. Da steht aber jemand. Ich frag mal nach. Ja, wir zahlen bestimmt nicht nach. Ey, gib mal Gas da jetzt vorne. Niki, was passiert? Ja, da geht mal gar nicht. Ey, hier halbe Stunde nur wegen dem Scheiß warten und wir so... Ha? Maske? Hier nimm meine. Ja. Ey, wir zahlen doch jetzt nicht nach, das ist doch nicht unser Fehler. Ja. Weißt du? Die sollten uns Geld geben, dass wir hier eine halbe Stunde diese scheiß Stickluft eingeatmet haben. Ist so halt vergast hier. Wirklich? Mir wächst gleich ein dritter Arm. Ja, die Moni soll da mal. So, Moni macht jetzt Palava. Ey, die machen voll die Kohle, nur wenn man hier ansteht, von jedem nochmal einen Euro. Das geht gar nicht. Ja. Ich gehe zu diesem Typen, der aufdeckt im Fernsehen. Boah, wie heißt der nochmal? Achtung, Abzocke! Achtung, Abzocke! Aber den meine ich nicht, ich meine den anderen, den Comedian da. Mario Barth deckt auf! So, was sagst du? Hast du jetzt Palava gemacht? Warst Nein, du das? Wir brauchen uns keine Gedanken machen. Boah, da steht ein Schnucki. Oh. Ja, deswegen hat es so lange gedauert hier. Ist der hot? Oh,
Boah, genau mein Typ. Der da steht? Nicht der linke, der rechts. Voll rechts sehe ich keine. Schon sexy Typ, ist da so ein Türsteher. Aber Mensch, warum dauert das denn so lange? Weil die da auch ziehen. Die lassen alle Leute drauf. Meinst du, der da dran? Ja, der ist gut, ne? Ich finde, ich stehe auch von der Hand. Ich hab einfach mal. Alter, was ist mit denen schief, mal ohne Witz, ey. Alter! Aber die Frau, die hat gerade gesagt, hat die Spinnen, die hat gerade selber Schuhe gemacht. Deswegen stehen die da eine Spinne. Aber warum dauert es denn auch so lange da oben? Weil da oben Verkehr auf der Straße ist. Ach so. Die reinfahren und die anderen wollen rausfahren und dann kreuzt sich das. Naja. Boah, ich hasse das, auf dem Berg zu stehen mit dem Auto. Warte einfach hier unten. Ich habe immer Schiss, dann zurückzurollen. Genau. Obwohl mein Auto so ein Dingens hat. Der steht ja auch da so. Der steht ja auch da so. Hello. Ich wollte nur mal Hello sagen. Ich bin vergeben, ich habe nur Hello gesagt. Ja, ich gerne. Nimmst du den? Ich habe meine Finger gerade nicht gehört. Mm, lecker, lecker. Corona. Los, Miki, gib Gas, gib Gas. So, dann zeig mal hier dein Beuteschema. Nein, ich finde den sexy einfach nur. Ich möchte den jetzt nicht als Typ Mann an meiner Seite. Soll ich klären? Möchtest du auch mal? Nee, Luca, du brauchst jetzt klären. Ich klär. Nein. Warte. Lukas, klär. Mir ist gut. Gut, siehst du hier, weil hier eine Einbahnstraße ist und alle wollen jetzt hier raus. Deswegen, Aber wir haben es geschafft. Ja, da sieht man sich wieder, oder? Ja. Alles klar, schön einmal. Danke. Ciao, schönen Abend. Wow. Luft, Leute. Oh. Frische Luft. Freiheit. Und wie leise das hier ist. Das war ja schlimmer als Maske tragen. Okay, also Shisha Bar hat gesagt, okay. So, und dann ist die letzten Tage ja auch die Brand News Box gekommen. Die hatte ich jetzt noch nicht ausgepackt, weil wir ja so ein bisschen auf Achse waren die letzten Tage. Motto ist Sommersonne Classic Box. Da kommt mir einmal Chips entgegen von Lay's. KFC Original Recipe. Originalrezept von KFC. Bin ich mal gespannt, ob die wirklich so schmecken. Probiere ich gleich mal aus. Hier ist mein Gott, Moment, ich muss mal eben mein Handy leise stellen. Hier ist, glaube ich, Alkohol. Oder was ist das? Belsazar. Ein Rosé. Okay, sagt mir nichts, kenne ich nicht. 17,5%. Dann haben wir hier, das sieht aus wie ein Bier. Gibt's da? Ne, Naturhell. Hell, Natur, Trüb, Braufrisch. Ich bin ja nicht ein Biertrinker, der Ermin trinkt auch kein Bier, deswegen verschenken wir immer Bier. Was ist das? Sieht aus wie ein Gin. Thomas Henry Tonic Water. Die Flasche sieht cool aus, oder? So, und hier unten haben wir noch eine Paradiescreme von Dr. Oetker. Süßzitron Milchcreme mit Kokosflocken. Hört sich lecker an. Lemon Pancake. Halb Protein. Lemon Flavor Pancake. Okay, da kann man Pancake mitmachen. Mit Zitronengeschmack. Dann haben wir hier von Katjes Chokjes. Mit Karamell. Vegane Choc mit Haferdrink. Cool ohne Kuh. Okay. Von Dr. Oetker Blueberry American Style Cheesecake. Ohne Backen. Das hört sich lecker an. Hier haben wir von AA eine Sour Cream Soße mit Schnittlauch, eine Capri-Sonne, Kirsch und Granatapfel. Dann haben wir hier die Favorites, Milka Oreo, Cotteur oder wie das heißt, Toblerone und Daim. Einmal diese Box von Nature Valley Softback Protein. Ja, so Kekse sind das. Und Frit. Ist das Grapefruit? Neu steht da, aber sieht aus wie Grapefruit. Great Grapefruit, ja, mit Vitamin C. Also die Box war diesmal echt gut, oder? Was sagt ihr?
echt tolle Sachen dabei. Da kann ich wirklich mit allem was anfangen, außer mit dem Bier. Bier trinken wir nicht, aber ansonsten waren echt coole Sachen dabei. Wenn ihr die Box auch abonnieren wollt, schaut mal in meine Infobox. Da habt ihr bei der ersten Bestellung auch einen Rabatt. Swipe mal ein bisschen weiter hoch, also runter. Dann findet ihr den Link zu der Brand News Box. Let the old be dead, let the shadow.